Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Lehrstunden. In dieser Folge von Fallout 4 Lehrstunden soll es um Siedlungen gehen. Siedlungen ist ein rein optionales Thema innerhalb des Spiels. Es gibt ein paar Quests, wo man so ein bisschen an der Thematik herangeführt wird. Es gibt wohl auch mindestens ein Nebenquest oder eine Nebenquestreihe, wo man dann an irgendeinem Punkt mit der gleichen Mechanik auch etwas bauen muss. Das ist aber in dem Sinne kein Element, was also zwingend notwendig ist. Das System ist recht extensiv, selbst in dieser reinen Basisvariante, die es so gibt. Ich gehe davon aus, dass die Modder-Szene spätestens mit Erhalt des GEGs, also des Garden Eden Creation Kits oder Geek auf Deutsch, was sich jetzt nicht ganz so gut dann übersetzen lässt, also Garden Eden Erstellungskit ist, aber es wird GEG heißen, was da noch alles kommen wird. Also da wird es sicherlich massenhaft Modelle geben. Es gibt jetzt bereits einige Umtexturierungen über Mods. Und zwar, ich glaube, ich habe da jetzt nichts im Sichtbereich. Vielleicht, wenn ich mal so gucke. Da hinten. Das ist, glaube ich, die richtige Waffe. Mal so reinzoomen. Ist jetzt farblich nicht ganz gut zu erkennen. Ich habe hier eine Flagge aufgehangen. Es gibt aktuell im Spiel mir drei bekannte Flaggen. Das ist einmal hier die Minutemen Flagge, das ist einmal die Brotherhood of Steel Flagge und die Flagge der USA. Die drei Flaggen kenne ich und da gibt es bereits für massenhaft Länder neue Flaggen, die halt Umtexturierungen sind. Kümmern wir uns als erstes mal so ein bisschen um die Steuerung. Ich habe inzwischen erfahren, dass die Steuerung des Baumodus auf dem PC mit dem Keyboard und der Maus, also das Maus und Tastatur, nicht ganz so optimal ist. Also sie soll mit einem Controller wesentlich flüssiger sein, wesentlich besser. Inwiefern das wirklich so ist, habe ich nicht getestet. Ich habe nicht vor, für ein Fallout-Spiel den Controller anzuschließen, weil ich mit dem Controller, wenn es dann nachher wirklich in den Kampf kommen sollte, und ich bin hier mitten im Spiel, es könnte zum Kampf kommen, ein Raider-Überfall, da habe ich nicht vor, mit dem Controller gerade irgendwie rumzuhakeln und nicht mehr zielen zu können. Ich bin nämlich mit dem Controller wirklich grausig. Also wenn es ums Zielen geht. Übrigens, ich habe mir heute mal Dogbeat als Verstärkung geholt. Ihr seht, ich habe ihn ein bisschen angezogen. Hey, komm mal her. Over here. Komm hier. So ist brav. Nur mal kurz als Beweis, man kann auch Dogmeat mit Sachen versehen. Ich habe bisher keine andere Möglichkeit gefunden, an die Sachen ranzukommen, außer andere Hunde zu töten. Und ihr seht, das Ganze hat auch anscheinend keinen spielerischen Wert, außer dass der Hund angezogen ist in irgendetwas. Finde ich zumindest mal eine optische Abwechslung. So, dann wollen wir mal in den Baumodus gehen. Das grundlegende Baumenü ruft ihr erstmal mit V auf. Ihr habt oben an der Leiste Statistiken für eure Siedlung, die ich jetzt erstmal durchgehen werde. Ganz links ist eure aktuelle Einwohnerzahl. Ihr selber werdet nicht mitgezählt. Einwohner können solche speziellen NPCs sein wie Mama Murphy hier, die ihr aus der Story bekommt. Dazu zählen dann, wenn ich mich recht entsinne, auch die Begleiter. Aber auch einfach ganz generische Siedler. Diese 17 ist so in meinem Fall aufgrund der Anzahl der Bewohner ein ganz wichtiger Wert. Ich brauche mindestens 17 Nahrung. Ich produziere hier in der Siedlung 23. Ich brauche dementsprechend mindestens 17 Wasser. Ich produziere 46. Ich brauche jetzt mal die nächsten beiden übersprungen auch mindestens 17 Betten. Ich habe 25, weil die mir ständig meckern, dass sie zu wenig Betten haben. Ich versuche noch herauszufinden, woran genau das liegt. Ich habe so zwei Vermutungen momentan. Der
Wert für Power, das ist ja die Energieversorgung, wie viel Energie rein theoretisch für die gesamte Siedlung zur Verfügung steht. Warum theoretisch? Dazu kommen wir auch noch später. Außerdem gibt es einen Verteidigungswert, der wird aus verschiedenen Sachen zusammengesetzt, wie, das werde ich auch noch erklären, ein Teil davon kann man da unten sehen. Es gibt außerdem noch die Zufriedenheitsanzeige. Wenn ihr die Bedürfnisse nicht erfüllt, am schlimmsten ist es, wenn ein Bedürfnis sogar rot ist, dann geht die Zufriedenheit nach unten. Ich habe so die Vermutung, dass noch ein bisschen weitere Sachen dazugehören. Genau kann ich es noch nicht eingrenzen, da habe ich selber noch nicht genug Informationen gefunden und konnte auch nicht selber noch experimentieren. Das natürlich mein Live-Spielstand ist und ich die Siedlungen zum gewissen Grad anpasse, ist da so ein Experiment immer so ein bisschen fragwürdig. Weil man sich damit viele Sachen kaputt machen kann. Und wir haben oben rechts dann auch noch die Größe. Wie genau sich die zusammensetzt, ist auch noch nicht wirklich herausgefunden. Ein ganz wichtiger Teil ist die Objekte, die ihr platziert. Es scheint so zu sein, es könnte ein Bug, einfach bloß ein Bug sein, dass Gegenstände, die man im Workshop, in der Werkstatt einlagert, dort auch dazu gezählt werden. Und wenn man die rauspackt, hinschmeißt und zerlegt und dann halt bloß noch die Rohstoffe einlagert, dass das Ganze dann irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr dazu gezählt wird. Inwieweit das richtig ist, das ist so eine Vermutung, die ich in einem Video gesehen habe. Das lässt sich noch nicht ganz nachvollziehen. Ich habe bisher bei meinen Siedlungen noch nicht das große Problem. Ich habe auch um meine Siedlungen jetzt keine großen Mauern und Verteidigungsanlagen bisher gezogen, die natürlich gerade bei so einer großen Siedlung wie Sanctuary dann massenhaft platzierte Objekte verbrauchen würden. Kommen wir zu dem nächsten Punkt der Steuerung. Ihr seht ganz unten, wenn ich jetzt hier auf etwas zeige, dann seht ihr diverse Steuerungselemente, die mir zur Auswahl gestellt werden. Select auswählen. Damit kann ich ein Objekt in die Hand nehmen und es neu platzieren. Das funktioniert mit relativ vielen Objekten, und zwar, um genau zu sein, mit allen Objekten, die, soweit mir bekannt, theoretisch irgendwann baubar sind. Will heißen, ihr kennt in Sanctuary ja diese schönen weißen Zäune da unten. Diese Zäune kann man normalerweise nicht bauen. Ich kann sie inzwischen bauen, das habe ich in der vorherigen Folge erwähnt, weil ich dafür Anleitungen gefunden habe. Ich kann unter Zäune jetzt wirklich auch diese weißen Zäune bauen. Diese konnte ich aber trotz allem von vornherein auswählen und bewegen. Objekte, die ihr nicht bauen könnt, die ihr nicht verschieben könnt, diese werden dann nicht mit dieser Option versehen. Dafür müssen wir hier mal rausgehen. Bin mir sicher, dass ich noch irgendwas finde, wie zum Beispiel diese Lampe hier. So. Bei dieser Lampe habe ich jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich wähle es aus und stelle es woanders hin. Ich kann es bloß verschrotten. Verschrotten wird mit R gemacht. Und das ist jetzt so ein nerviger Teil, dass man jetzt dieses Fenster bekommt. Ich meine, die Abfrage ist erstmal ganz gut, dass man nicht versehentlich irgendwas verschrottet, weil man könnte ja auch auf ein wichtiges Bauteil aus einer Festung gedeutet haben und wollte eigentlich gar nicht das verschrotten, sondern das Teil da rechts daneben und hat einfach bloß die Maus vorher nochmal versehentlich bewegt. Man hat also dieses Abfragefenster und kann jetzt entweder mit der Maus drüber gehen, Enter drücken oder G. Mit Tab kann man das Ganze abbrechen und sagen, nein, ich möchte es doch nicht verschrotten. So, wieder zurück zu den baubaren Strukturen. Ihr könnt diese baubaren Strukturen auch im Werkstattinventar einlagern. Ich empfehle euch, diese Empfehlung kommt auch aus anderen Ecken, habe ich vorher auch selber nicht so sehr dran gedacht. Ich kann jetzt mal hier sagen, ich möchte das Ganze verschrotten. Einfach mal, wo es mal sieht, was man benötigt, was man wieder bekommt. Für diese Scavenging Station bekomme ich 2 Wood und 1 Steel. Ich gehe jetzt mal dorthin, wo man die bauen kann. Das war Ressourcen, Verschiedenes. Und jetzt gucken wir mal rechts in der Bildschirmhälfte, was man dafür eigentlich benötigt, um es zu bauen.
mehr Material. Es ist also durchaus von Vorteil zu sagen, jeden Gegenstand, den ich einlagern kann und eventuell möglicherweise nochmal aufbauen möchte, dem jetzt bloß momentan im Weg ist, den lieber einlagern über Tab und dann sagen Yes, zu Ja, und dann wird er eingelagert. Da müsst ihr aber selbst herausfinden, was das für euch für Gegenstände sind. Wenn ich dann zum Beispiel so einen Stuhl hier sehe, den kann ich ausnahmsweise nicht bewegen. Wieso kann ich die beiden nicht bewegen? Das sind nämlich eigentlich auch baubare Stühle. Also normalerweise müsste ich den auch bewegen können. Das genau das gleiche Modell gibt es halt auch nochmal zum Bauen. Also toller Vorführeffekt. Aber selbst wenn der jetzt hier bewegbar wäre, so kaputt wie der ist, würde ich den sagen, komm, verschrotten, den will ich nicht. Hier beim Ottomanen zum Beispiel. Der Ottomane ist baubar, liegt mir jetzt hier vielleicht einfach bloß im Weg rum. Ich kann ihn aufheben und nochmal irgendwo hinstellen. Oder ich kann ihn einlagern. Das Einlagern, das könnt ihr dann anschließend daran erkennen. Wo war der? Als was galt der Ottomane? Ich glaube, der war... War der ein Stuhl? Mal ganz schnell durchgehen. Ich glaube, der war nämlich kein Stuhl. Ganz genau, der war, glaube ich, unter Tischen. Warum auch immer. Nein. Ach, der war unter Weiteres. Der ist weiteres Deko-Objekt bzw. Möbel. Ihr seht jetzt unten in der Leiste, er ist mit einer 1 markiert. Die 1 sagt mir jetzt dort unten in der Übersicht, ich habe einen Ottoman in meinem Inventar, für den muss ich keine Ressourcen ausgeben, auch wenn mir jetzt rechts das Menü sagt, wie viel Material so ein Ottoman normalerweise benötigt und dass ich mit meinem eingelagerten Material 193 bauen könnte. Wenn wir jetzt schon mal mit diesem Ottomanen hier an der Maus rumfuchteln, gehen wir mal ein bisschen auf die Steuerungselemente ein. Ihr seht, wenn ich mich ganz normal bewege, wird der Ottomane immer gleich weit von mir entfernt versucht, auf dem Untergrund zu platzieren. So, das ist jetzt für mich aber vielleicht etwas ungünstig, weil ich gar nicht so viel Platz habe, weil ich hier vielleicht irgendwo stehe, wo das gar nicht geht. Jetzt muss man sich hier links und rechts vielleicht noch was vorstellen. Ich möchte ihn unbedingt hier hinstellen. Und ich habe auch keinen anderen Kamerawinkel. Die einfachste Methode, das Ganze dann zu machen, ist normalerweise das Mausrad zu bewegen. Toll, Vorführeffekt. Jetzt funktioniert's. Wenn ich das Mausrad einfach mal hoch und runter scrolle, kann ich den bis zu einem gewissen Grad auch bewegen. Und ihn so etwas günstiger platzieren. Jetzt gefällt mir seine Drehung vielleicht nicht. Dann kann ich die linke und rechte Maustaste nutzen, um die Gegenstände halt zu drehen. Das ist eine ganz simple Funktion, wie man das Ganze machen kann. Eine Funktion, die im Spiel selber nicht erklärt ist, ist auf der Tastatur E gedrückt halten. Ihr seht, unten links steht E für Bauen. Wenn ich jetzt E gedrückt halte, baut er es noch nicht. Ich bin aber wirklich mit meinem Finger auf der Tastatur. Und wenn ich jetzt die Maus bewege, kann ich viel feiner bestimmen, wo das Ganze stehen soll. Das Drehen mit der Maus ist auch ein ganz klein bisschen feiner bzw. langsamer. Und wenn ich jetzt das Mausrad mal bewege, kann ich nach oben und unten gehen. Das kann durchaus zum Beispiel bei einem Schrank sehr interessant sein, wo ich ein kleines Radio reinbauen will und der gibt mir von verschiedenen Höhenmöglichkeiten wie diesen hier nicht die richtige an. Das werden wir mal einfach versuchen. Wo war Radio? Radio ist, glaube ich, unter Power gewesen. Nein. Verdammt, noch eins. Wo war das Radio? Ah nein, war grundsätzlich, war genereller. Hep. Komm mal ein bisschen dichter ran hier. So, also das Ganze hier unten reinsetzen funktioniert jetzt nicht.
da oben raufsetzen funktioniert auch gerade so. Und jetzt möchte ich mal selber versuchen, ob ich das Radio auch da unten reinsetzen kann. Nee, macht da leider nicht. Das ist schade. Ist jetzt auch für mich ein Experiment gerade. Ich muss ja auch mal ein bisschen was experimentieren. Man soll aber Möbelstücke, Container und ähnliches damit einigermaßen gut stapeln können. Ich möchte da aber nicht ins Detail gehen, jetzt alles durchzuexperimentieren. Weil ich möchte das halt auch für mich so ein bisschen dekorieren und ja, bin ich ja nicht unbedingt der Fan von. So. Die Bausteuerung unten, wie man zu den einzelnen Objekten kommt, die sind nicht unbedingt für jeden logisch aufgebaut, wo man was findet. Und ist auch wohl etwas unintuitiv, weil man dafür normalerweise Cursor-Tasten benutzt. Wenn ihr aber die linke Shift-Taste gedrückt haltet, als Rechtshänder habt ihr meistens eh die Finger an WASD und der kleine Finger ist meistens dann eh für Shift, Steuerung und ähnliches da, dann könnt ihr auch mit WASD steuern und durchs Menü gehen. Das ist, weil ich weiß, auch nirgendwo erklärt. Wenn ihr nach oben drückt oder halt mit Shift W oder mit E könnt ihr euch in den Menüs nach oben schalten. Mit Tabulator kommt ihr aus den Menüs dann immer wieder nach unten auf die vorherige Ebene zurück. Mit Escape kommt ihr jedes Mal aus dem ganzen Baumodus wieder heraus. Gut. Damit haben wir hier die grundlegende Steuerung erschlagen und auch ein bisschen die Möbel. Gehen wir jetzt mal dazu über, auch ein bisschen was zu bauen. Dazu gehen wir wirklich mal... nein, rennen lässt er mich momentan nicht, weil die Maustasten natürlich anderweitig belegt sind. Das ist die Funktion. Ihr seht übrigens, ich habe so ein bisschen umgebaut. Wenn ihr meine anderen Folgen angeguckt habt, vor allem die mit der Powerrüstung. Ich habe eine weitere gefunden. Ja. So. Sanctuary ist eine... Ich möchte meinen, zumindest nach dem, was ich alles bisher kenne, etwas besondere Siedlung, weil wir relativ viele Häuser haben, die vorhanden sind. Laut Kommentaren in einem anderen Video, ich glaube beim guten Valkyrie waren die, bin mir jetzt nicht ganz sicher, da ist ein bisschen Diskussion, die ich da mit jemand anderen hatte. Laut der Rückmeldung kann man wohl auch diese Häuser reparieren. Ich kann es bisher nicht. Mir fehlen dazu Optionen, aber er war der Meinung, dass bei Rocket Beans dann irgendeinem der Videos eine Reparaturfunktion war, dass er ihn ja an die Wand rangegangen ist und reparieren konnte. Ich bin hier verschiedene Wände durchgegangen, verschiedene Häuser durchgegangen. Ich kann davon nicht ein einziges reparieren. Es gibt aber auch in Sanctuary, wenn ihr ankommt, wenn ihr aus dem Bunker wieder rauskommt, diverse Häuser, die kompletter Schrott sind. Die könnt ihr komplett abreißen. Dann habt ihr die entsprechende Option. Ihr könnt sie nicht reparieren, nur abreißen. Die geben euch recht viel Material. Ist ein guter Start für Material. Und diese, ja, in Anführungszeichen, Bauflächen bleiben übrig. Die Bauflächen sind optional. Das sieht man ja auch daran, wie ich dann beispielsweise hier gebaut habe. Hier ist direkt keine Baufläche. Die Baufläche ist hier daneben. Ich werde hier irgendwann noch mal ein bisschen anders umdekorieren. Weil ich hatte hier einen Plan, der hat nicht funktioniert. Ich wollte nämlich diese Beleuchtung auf irgendeine Erhöhung setzen, damit die Powerrüstung dann mal etwas mehr in Gänze angestrahlt werden von Licht und nicht nur, ja, so in der unteren Hälfte. Hat leider bisher nicht geklappt, da suche ich noch irgendwas. Wenn ihr diese Bauflächen hier habt, dann wollt ihr vermutlich genauso wie ich auch zum Beispiel hier solche Sachen benutzen, wie hier den Eingang hinbauen und ähnliches. Ich kann euch jetzt sagen, das wird ein bisschen schwer werden. Als erstes werdet ihr vermutlich aufgrund der Materialmengen und Bauoptionen definitiv Holzstrukturen bauen. Metallstrukturen finde ich persönlich bisher nicht so schön, weil ich da zum einen...
keine Böden setzen kann. Die gibt es nur aus Holz. Ich habe nur vorgefertigte Strukturen, diese benutzen, wenn ich mal reingehe. Und wenn man sich das Ganze hier so ein bisschen anguckt, unten seht ihr das Ganze bereits. Und ah gut, ich habe hier welche, die schon fertig sind. Wenn ich das angucke, das hier ist definitiv ein Holzboden. Oder ein holzartiger Boden. Nicht die Varianten, die ich hier zur Verfügung habe, wenn ich mir hier die Holzböden angucke. Das sind hier entweder solche Latten oder solche nicht mehr ganz so schön verlegten Holzpaneele. Aber es ist zumindest ein Holzboden. Ihr habt hier auch dementsprechend keine Grundmauern, weil die gleich mit einem Holzboden versehen werden, genauso wie ich dort gemacht habe. Die Optionen sind ja halt zumindest für mich momentan noch eingeschränkt. Es kann sein, dass da noch wesentlich mehr Optionen hinzukommen. Man sieht auch, es gibt hier keine speziellen Treppen, die als Möglichkeit, die man benutzen kann. Ich habe zum Beispiel Trittbretter vorne bei meinen Handelsstationen benutzt. Ich benutze so eine Leiter, weil die ja doch relativ hoch ist, wenn man sie mal aus dem Boden rauszieht. Man kann die auch so relativ tief in den Boden hinein versenkt bauen. Die benutze ich momentan, um auf die Dächer der anderen Häuser raufzukommen, weil ich da zum Teil Verkabelungen ziehe. Wieso ich das mache, dazu komme ich dann auch später. Hier gibt es also durchaus ein paar Optionen. Diese Option hier ist eine besonders schöne, weil die auch direkt mit der Einrastfunktion der Gebäude arbeitet. Wie man es hier so sieht. So dass man da ein bisschen Variablen auch bauen kann. Ihr seht schon, teilweise gibt es dann Clipping, weil nicht immer ist diese Anklickfunktion wirklich intelligent. Sie macht es jetzt nicht schlecht, ist manchmal ein bisschen hakelig, manchmal kommt es ein bisschen auf die Reihenfolge an, in der ihr was hinbaut, dass das Ganze funktioniert. Was ihr machen könnt, wenn ihr das Ganze jetzt meinetwegen die Leiter, in diesem Fall beziehungsweise die Treppen, von links nach rechts haben wollt, dann könnt ihr die Maustaste benutzen, um das Ganze ein bisschen zu drehen. Je nach Größe der Struktur, das ist jetzt hier so ein, ja, so ein Viertelding, funktioniert dann auch dieses Andocken immer mehr und mal besser. Es ist natürlich durchaus hilfreich, wenn ihr schon einigermaßen in die richtige Richtung gedreht habt, vielleicht versucht habt, so ein bisschen an euch heranzuziehen, dass der Kamerawinkel vielleicht ein bisschen besser ist. Das erfordert Übung und manchmal ein bisschen Geduld. Was kann man machen? Das Ding packe ich erstmal wieder ein. Ja. Ich habe auch angefangen, wie vermutlich die meisten, mit solchen Prefabs. Die sind nicht schlecht. Damit kann man relativ schnell was zusammenbauen. Was mich gestört hat auf Dauer, waren diese vorgegebenen Pfeiler. Wenn ich jetzt hier die ganzen Sachen setze, jedes dieser Prefabs hat diese Pfeiler dran, ne? Und das kommt einem so ein bisschen in die Quere. Das ist aber durchaus ein gutes Element. Also so ein Deko-Element, wo man sagen kann, okay, ich möchte, wenn ich jetzt einen ganz großen Flur habe, auch mal solche Pfeiler drin haben, damit das Ganze vielleicht auch so ein bisschen logisch aussieht mit dem Aufbau. Oder ich möchte ganz bestimmte Wände eh haben, halt um so einen Gang hier, so eine, ja, einen Flur zu machen, wo man durchgeht und dann zweigt das Ganze links, rechts ab. Es gibt auch dann halt vorgefertigte, also so ein Flurende könnte man zum Beispiel machen, um so eine Abstellkammer zu haben oder kleine Nischen. Übrigens immer daran denken, diese Prefabs haben immer ein Dach oben drauf. Sollte man also eventuell nicht, wenn man mehrstöckig bauen will, benutzen, zumindest nicht in der untersten Ebene. Es gibt hier auch vorgefertigte Ecken, die haben mir anfangs sehr große Probleme bereitet, weil ich die einfach nicht platziert bekommen habe, weil ich mit dem Drehen und so weiter sofort nicht ganz hingekommen bin. Also mit dem hier, ich platziere das Ganze mal und dann kommt daneben eins und das hat dann meistens schon nicht mehr geklappt, wenn ich hier die nächste Ecke ranbauen wollte. Jetzt klappt es genialerweise, aber irgendwie hat er mir das Ganze dann zum Beispiel jedes Mal so hingestellt. Wollte ich so natürlich nicht haben. Könnt ihr euch sicherlich denken. So,
Es gibt dann aber auch interessante Flurteile, die man anders, wenn man nicht ein bisschen Übung hat, so gar nicht bauen kann, wie dieses hier. Das Ganze ist einmal so eine ganze Flur, so ein ganzer Flurteil und dann nochmal irgendwie so ein halber Flur mit einer Wand dran. Und dann halt, ja, irgendwie so könnte man das Ganze als Gang oder ähnliches bezeichnen. Macht sich besonders schön als Überhang zum Beispiel, wenn man mehrstöckige Gebäude baut. Und hier haben wir noch eine etwas andere Ecke, die halt auch wirklich solche, was ich bei diesen vorgegebenen Prefabs gut finde, sind halt so diese nach außen gelehnten Wände, zumindest bei den Holzbauten. Es gibt für denjenigen, der sich also jetzt nicht großartig damit beschäftigen kann, zwei fertige Bauten, die sind jetzt nicht allzu gigantisch. Wenn man sich so ein bisschen schon mal so ansehen, da ist halt nicht viel drinne. Der hier ist sogar noch etwas größer. Der ist sogar zweistöckig, den habe ich auch in einer Siedlung aufgebaut, um mir das Ding mal selber anzugucken. Da kann man dann halt wirklich die Leiter, also die Treppe kann man so ein bisschen erahnen. Jetzt geht es etwas besser. Kann man da halt, wie gesagt, erahnen. Und dann geht es da hoch mit ja, einem richtigen Balkon. Und das andere ist hier auch durchaus mit einer Möglichkeit, dann hier an einer Seite rauszugucken. An sich ganz schön gelungen. Und wenn man sich jetzt nicht großartig mit dem Siedlungsbau aufhalten will, dann machen die durchaus was her. Auch da gehe ich davon aus, dass man dann wesentlich mehr Varianten bekommen wird, wenn Mods draußen sind und entsprechende Sachen gebaut werden. Wirklich gut wird das Bausystem, wenn ihr anfangt, eure eigenen Gebäude zu bauen. Weil das ist dann richtig schön modular. Ich habe angefangen, dann erst einmal hauptsächlich diese drei Elemente zu benutzen als Boden. Die ersten beiden Elemente müssen wirklich auf dem Boden irgendwo aufliegen. Das Ganze muss nicht perfekt sein. Wenn man hier das Ganze so sieht, dann sieht man einigermaßen gerade rechts, das ist nicht wirklich eben. Wenn ihr da so eine gewisse Ebene reinbekommen wollt, das Ganze auch ein bisschen logischer aussieht, könnt ihr dann halt so eine Foundation benutzen, die auch durchaus in der Höhe bis zu einem gewissen Grad sich dann entsprechend einbauen lässt. Diese Foundations funktionieren auch sehr schön. Wie ihr hinten sehen kann, die klicken auch gut zusammen, wenn es das Terrain hergibt. Wenn nichts Großes im Weg ist, dann klickt das Ganze zusammen. Genau das gleiche gilt hier für diese reinen Holzfoundations. Falls sich aus eurer Sicht das Ganze optisch nicht schön macht oder einfach nicht in die Gegend passt oder ähnliches. Und auch die normalen Böden lassen sich daran klicken. Also auch das funktioniert. Auf der entsprechenden Höhe, dass das Ganze wirklich auf einem Level ist. Hier ist nochmal ein größerer Boden. Ich muss kurz gerade von kontrollieren. Aha. Ich habe jetzt eben gerade selber was gelernt. Dazu werde ich gleich nochmal kommen, warum mich das Ding hier gerade interessiert. Es steht durchaus auch da, check upper floor. Das ist nämlich interessant. Ich werde da vermutlich ein paar Gebäude nochmal umbauen müssen, so ein bisschen. Falls ihr mehrstöckige Gebäude bauen wollt, ohne euch außen lang zu hangeln und die Treppen innen drinne machen wollt, ohne mit den nächsten Flurelementen, die ich gleich nochmal zeige, arbeiten zu wollen, gibt es hier diese vorgefertigte Variante, mit der arbeite ich normalerweise. Es gibt halt, die hatten wir jetzt schon sehr häufig, diese großen Flurteile. Es gibt hier ganz hinten, die gibt es aktuell für mich auch bloß bei den Holzelementen, solche kleinen Vierteldinger. Damit könnt ihr halt dann etwas kleinere Sachen bauen, die aus anderen Gründen für euch vielleicht zusammenpassen oder einfach bloß, weil ihr ein bisschen Variation in den Flur reinbringen wollt. Ihr seht schon, das sind hier durchaus etwas unterschiedliche Bauelemente von der Optik her. Kosten tun sie, wie man rechts oben sieht. Alle gleich viel und damit ist das Ganze austauschbar. Ich gehe noch mal kurz hier rein, weil es hier natürlich diese Flurelemente nicht gibt, diese Bodenelemente, kann man das na natürlich nicht so schön zusammenstücken bei Metall. So,
Jetzt kommen wir zu dem, warum mich das Ganze so interessiert hat. Wir haben hier hinten eine schöne Außenwand. Da packen wir jetzt mal das Ding mit dran. Okay. So, wir haben hier mal etwas. Wir können... Ah ne, die können ich momentan nicht ranmachen. Dafür brauchen wir durchaus noch ein paar Flurelemente. Ich pack mal... Warum lässt du mich gerade das gar nicht machen? Okay, dann machen wir das halt. So. Und können dann... Jetzt klappt es auf alle Fälle. Und ihr seht das jetzt unter Garantie schon. Zumindest wenn ihr nicht auf dem Mobiltelefon guckt. Wieso das mit einmal für mich interessant war. Ich habe immer... diese beiden Flurelemente hier links verbaut. Diese beiden Flurelemente sind aber für einige der Wände, die ich gerne benutze, nicht tief genug. Während der hier, wenn man sich das mal anguckt, der wäre tief genug. Dann wäre da kein Loch mehr. Sieht dann optisch anschließend wesentlich besser aus. Es gibt aber dennoch hier etwas unterschiedliche Wände, wenn man sich das anguckt. Hier sind beide an dieselbe Sache angedockt. Ich habe jetzt hier irgendeins genommen, das war jetzt ausgerechnet eins mit dem Türrahmen. Das sind eher so eine Art Innenwände, während das hier so Außenwände sind, die auch immer gleich so ein kleines Vordach haben. Und davon gibt es mehrere. Was ich festgestellt habe, nehmen wir jetzt mal diesen hier. Das sollte hoffentlich funktionieren. Machen wir keinen Strich durch die Rechnung. Okay, er will mir einen Strich durch die Rechnung machen. Lass ich aber nicht gerne. Genau. Hier hat es funktioniert. Ich vermute, weil ich hier hinten... Ja, diese Gesamtkombination, die mag er jetzt nicht so ganz. Zumindest für den Fall. Ich kann hier an die Wand nochmal eine Außenwand ranpacken. Das sieht dann natürlich optisch schöner aus. Und ihr könnt... von der Deko her mit wesentlich mehr Elementen arbeiten. Ich kann das Ding hier auch wieder rausnehmen und sagen, ich packe hier mal, muss ich leider ganz nach hinten, dieses Ding hier mit rein, wenn er mich denn lässt. Ich glaube, das ist wieder mal so eine Reihenfolge-Sache hier. Sieht schon, ich baue hier so ein bisschen hin und her. Jetzt will er mich wieder ärgern. Jetzt will er mich ärgern. Eben hat es noch geklappt, jetzt nicht mehr. Das ist der Vorführeffekt. Eventuell habe ich jetzt ausgerechnet eine Wand erwischt, bei der das Ganze nicht so gut funktioniert. Schade. Ihr habt es aber gesehen, also mit der Wand und der Kombination hatte es gut geklappt. Jetzt hat er jetzt zu viele Andockpunkte. Ja, irgendeine Kombination mag er jetzt gerade nicht. Da müsst ihr im Zweifelsfall ein ganz klein bisschen experimentieren. Ich baue mir die Häuser meistens ohne diese Außenwände zusammen, sodass das Ganze eigentlich ganz gut klappt, ohne dass ich da auf Probleme stoße. Worauf ihr bei einigen achten müsst, wie diesem hier, ist jetzt gerade etwas schwer zu erkennen. Mach mal kurz Licht an. Wenn ihr eine Innendeko anbringen wollt, könnte diese Wand etwas Probleme machen aufgrund dieser Streben hier. Da wollen dann die Deko-Elemente, Schränke und ähnliches nicht ganz so mitmachen. Das gibt den Clipping-Feder. Sieht dann nicht ganz so schön aus. Also daran eventuell denken, es gibt kleine Deko-Elemente, die man durchaus benutzen kann. Dann gehe ich mal ganz kurz rein. Dekoration. Wanddekoration. Also wenn ich jetzt so eine Flagge hier nehme, geht das eventuell gerade noch so.
mit den Bildern habe ich zumindest, während ich sie aufgehangen habe, hat das Ganze gut geklappt. Einige Bilder waren dann anschließend, nachdem ich nochmal ins Gebiet zurückgekommen bin, sah es nicht mehr so schön aus. Es gibt ja noch zum Beispiel diese kleineren Deko-Elemente wie Mole Rats, also Maulwurfsrattenkopf, die ihr anhängen könnt. Die sind dann halt durchaus geeignet dafür. Aber da könnt ihr euch eure eigenen Gedanken machen. Naja, will ich noch nicht wegpacken. So. Wir waren aber eigentlich weiterhin hier beim Bauen. Ein Deko, beziehungsweise ein Bauelement, was mir inzwischen sehr gut gefällt, mit dem ich anfänglich noch nicht viel anfangen konnte, mit dem ich auch so meine Probleme hatte. So, brauchen wir ein bisschen Holz, das kann ich alles wieder einpacken anschließend. Wo ich hier hinten so viel durchscrollen musste. Das sind hier so ganz seltsame Ecken und Überhänge. Wie gesagt, mit denen konnte ich anfänglich nicht viel anfangen, weil hier könnte man rausfallen. Gut, dann hat man hier anschließend diese Ecken. So, und was mache ich jetzt hier hin? Nochmal so eine Ecke oder nur darüber bauen oder vor allem, wenn der Bauplatz nicht ausreicht oder man das von der Deko so nicht haben will. Insgesamt finde ich die sehr schön. Hier stehen ja jetzt inzwischen meistens meine Betten so als Alkoven drinnen. Also ich sage, also ich nehme hier solche Sachen, wenn ich da ein Bett reinstelle, meistens eins der eher geschlossenen von denen hier hinten. Und habe mich anschließend gewundert, wozu sind diese beiden Wände da? Die schnappen hier nirgendwo sinnvoll ein und sind auch bloß irgendwie halb breit. Ja, also die Lösung, die war dann irgendwann ganz einfach, als ich sie durch Zufall entdeckt habe. Eigentlich müsstest du hier einschnappen, beziehungsweise mit dem, weil mir das persönlich nicht so ganz gefällt, aber bei dem schnappt es zumindest sinnvoll ein. Dafür sind die gedacht. Ich glaube, weil das hier so eine Ecke ist, mag der das nicht. Also mit den Ecken selber arbeite ich auch eher selten. Ich mache meistens zum Beispiel eine Häuserseite. Die baue ich halt so hin und nehme dann anschließend diese Variante. Dass ich dann zu einer Seite das Ganze ausgebaut habe und dann kommt die normale Wand. Eventuell baue ich dann hier auch eine Ecke rein, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Wieder hier weiter nach links. Diese hier. Ich finde es schade, dass hier bloß eine Eckvariante zur Auswahl steht. Komm. So, jetzt sollte er das hoffentlich vernünftig einrasten lassen. Oder gefällt dir diese Wand hier wieder nicht? Wie gesagt, das System ist hin und wieder etwas... Jetzt wollte er eben an irgendeiner speziellen Position. Nee, nicht an der Position. Junge, was magst du hier nicht? Ich liebe diesen Vorführeffekt. Eben hat er doch was gehabt. Junge, was ist falsch mit dir? Oder könnte es... Jetzt sag mir nicht, das war alles. Kommst du ein bisschen ran hier? Ihr seht schon, ich bin da so ein bisschen am Haken und nein, hat Mausrad und E gedrückt, halt eben gerade nichts gebracht. In manchen Fällen ist das leider... Ja, wie gesagt, manchmal ist es etwas hakelig, manchmal mag er die Reihenfolge nicht und dann klappt es mit einem mal doch.
Hepp, du kommst hier auch wieder rein. Und schon sieht das so aus, wie ich es eben haben wollte. Hier können wir auch gleich mal einen Effekt demonstrieren. Wenn er mich das lässt. Nein, er lässt mich nicht. Auf den Effekt werde ich dann gleich zu sprechen kommen. Ja, etwas hakelig. So, haben wir hier hinten noch irgendwelche speziellen Wände? Nein. Das sind auch nochmal halt solche Außenwände mit ein bisschen so einem Vordach. Sehen ganz schick aus. Müsst ihr aber selber entscheiden, wie ihr das Ganze haben wollt. Dächer benutze ich hauptsächlich ein ganz bestimmtes. Denn die meisten Dächer sind mit so einer Schräge hier versehen. Wie ihr sie hier so seht. Und damit aus meiner Sicht wenig gut verwendbar. Das hier ist so ein Dach, was ich noch verwenden würde, weil das ist so ein Flachdach. Hier haben wir wieder so eine Schräge. Ich habe keine Elemente, mit denen ich jetzt sagen kann, okay, ich habe hier dieses Dach und möchte jetzt rechts davon das nächste Dach oben ansetzen, sodass ich über eine gewisse Weite hinweg, meinetwegen über drei Dächer hinweg, das Dach erhebt. Das ist wirklich so ein reines Endstück irgendwie, was ich nie sinnvoll verbauen kann, ich selbst. Darum benutze ich persönlich diese Flachdächer. Die reichen aus meiner Sicht aus. Die funktionieren ansonsten ganz genauso wie Flure und Böden. Einsetzen, sie docken an. Und wenn man die Elemente einigermaßen sinnvoll miteinander kombiniert, sehen die auch gut aus. Ja. Hier hinten gibt es noch so ein bisschen Sonstiges. Mit den Brücken habe ich bisher nicht gearbeitet. Da müsste ich mich selbst mal ein bisschen mit beschäftigen, wie genau die so genau funktionieren. Ob die da irgendwo sinnvoll einrasten können. Oder ob die dann wirklich eher so, okay, aneinander selber rasten sie ein. Dass man durchaus sagen kann, okay, ich baue hier vermutlich eine Treppe nach oben. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, an irgendwas wollte er eben einrasten. Ansonsten kann man natürlich hier einigermaßen das klappt schon einigermaßen gut, wenn man das Ganze noch ein bisschen besser mit der Höhe anpasst oder dicht genug an solchen Sachen dran baut, dann kann man von A nach B natürlich auch Brücken bauen. Ist jetzt hier in Sanctuary Hills nicht unbedingt notwendig. Ich weiß aber, es gibt auch etwas andere Siedlungsgebiete, wo es dann halt auch etwas sumpfiger, glaube ich, ist. Da würde sich sowas natürlich auch gut anbieten. Mit den Zäunen habe ich schon gearbeitet. Die habt ihr auch bereits gesehen. Auch die funktionieren ganz gut. Klicken normalerweise auch an entsprechenden Positionen an. Ich glaube, hier so zwischen den Fluren will das jetzt nicht so ganz. Ja, zwischen den Fluren will das nicht so ganz. Aber hier oben an den Rändern dann. Also wenn man wirklich hier nochmal nach oben. Hier so an den Gebäuderändern, wenn da keine anderen dazwischen sind. Ich meine, ich kann das hier zwar raufsetzen generell. So freischwebend. Wenn ihr so dekorieren wollt, okay, ich persönlich nutze diese Snap-In-Funktion. Gibt da eine kleine Auswahl für ein paar Deko-Elemente. Und ich hoffe, da kommt auch noch wesentlich mehr. So. Ein kleiner Hinweis zum Thema Türen. Wir haben hier in Sanctuary als Beispiel diese alten Gebäude aus der Vorkriegszeit. Die findet ihr auch noch an anderen Orten. In solche Gebäude könnt ihr keine Türen einsetzen. Ich habe zumindest keinen Weg bisher gefunden. Ihr habt zwar eventuell mal eine einzelne Tür, die verfügbar ist, die auch auf und zu machen ist. Aber ihr könnt in einen Türrahmen, wo keine Tür drin ist, keine reinsetzen. Dafür braucht ihr wirklich die speziellen Türrahmen. Jetzt habe ich das Ding weggemacht. Die es halt im Baumenü gibt. Generell funktioniert das gesamte Hausbaumenü auf diese Art und Weise. Auch die einfachen Zäune, also diese Picket Fences, die man sich freischalten kann,
genauso wie die Wire Fences, also die Maschendrahtzaun, funktionieren auf diesem Pick-Prinzip. Sie docken nicht an die normalen Gebäude an, da habt ihr dann also freie Platzwahl. Die eigentlichen Zäune docken jeweils an den einzelnen Pfosten an. Das gilt dann üblicherweise oder sollte auch für... Jetzt habe ich hier natürlich so ein langes Exemplar genommen. Ihr seht hier ans Tor. Erfahrungsgemäß sind die Zäune ein bisschen frickliger dann sinnvoll hinzustellen. Es funktioniert aber. Ein besonderer Zaun ist der Junk Fence. Dafür gehen wir mal vorne zur Brücke. Der Junk Fence ist durchaus so eine regelrechte Mauer, die ist zur Verteidigung gedacht, um Wege zu kanalisieren. Im Junk Fence gibt es unter anderem dieses Tor. Das ist das erste Gebäude, beziehungsweise die erste Variante ganz links. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum das so dermaßen blinkt. Ihr seht, das Ding hat auch zwei Seiten. Der Junk Fence hat eigentlich bei allen seinen Zäunen an einer Seite solche Stützen, dass ihr also wisst, in welche Richtung zumindest rein von der Logik her normalerweise das zu verteidigende Gebiet wäre. Was bei den Junk Fences nicht möglich ist, ist diese Undock-Funktion. Das heißt, wenn ihr verschiedene Junk Fences miteinander verbinden wollt, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt hier einen zu stehen und will den anderen hier irgendwie anklicken lassen. Das funktioniert nicht. Ihr werdet da immer so ein ganz klein bisschen Lücken drin haben und ähnliches. Junk Fences sind aus meiner Erfahrung unterschiedlich und zumindest etwas unterschiedlich breit. Ihr müsst da eventuell suchen, was für euch am günstigsten ist. Es gibt hier auch mindestens zwei Ecken und es gibt analog zum Tor auch noch zwei kleinere Varianten, so als Seiteneingang oder ähnliches. Okay, ich denke, hier bin ich mit allen wichtigen Optionen durch. Bei den Metallstrukturen gibt es jetzt keine allzu großartige Auswahl aus meiner Sicht. Hier kann man auch einige schöne Sachen mitbauen, wenn man sich mal so diese Teile anguckt. Gerade hier, wo haben wir es denn? Irgendwo müssen wir doch... Ja, nee. Also ihr müsst natürlich einen entsprechenden Holzboden dann auslegen und könnt dann außen halt diese durchaus schick anzusehenden Teile anbringen, wo ihr dann einen ähnlichen Effekt erzielen könnt wie mit den Varianten, die ich euch ja bereits beim Holzbau gezeigt habe. Das sieht dann anschließend so aus. Als ein Beispiel. Hier drinnen habe ich den Holzflur gelegt. Ich habe mit einigen Prefabs gearbeitet, zum Beispiel mit einer Ecke, die müsste hier hinten sein. Eine Variante, die es beim Holzbau nicht gibt, ist so ein Durchgang mit Türrahmen. Fand ich sehr gut. Hätte ich auch gerne bei der Holzvariante gehabt. Vielleicht kann ich das mal in irgendeiner Anleitung lernen oder auch nicht. Es gibt auch diese, ja, ich weiß nicht, was das genau sein soll, ist aber eine sehr schöne Variante durchaus, für die es aber aus meiner Sicht nicht so wirklich die guten, die guten Abschlüsse gibt. Denn ich habe einmal in einer Siedlung dieses große Teil hier platziert. Lässt mich das Spiel natürlich auch nicht das Ganze wirklich weit wegzoomen, sodass man sinnvoll erkennen kann, denn die Verknüpfungen beim Metallbau sind zum Teil der Marke, ich lasse es mal an allen Ecken und Enden reinregnen. Von daher finde ich die nicht ganz so ideal. Es gibt aber ein paar schöne Deko-Elemente, wo man dann durchaus arbeiten kann und seinen Spaß haben kann. Für mich persönlich ist es nicht der Geschmack. Gut.
Kommen wir zu einigen anderen interessanten Sachen. Wir sind circa schätzungsweise bei der Hälfte durch. Mein Hals fängt wieder an zu schmerzen. Aber das werde ich jetzt durchziehen. Licht. Ja, kümmern wir uns erstmal um Elektrizität. Das ist oben der vierte Punkt von links. Ich hatte ja gesagt, ich habe in dieser Siedlung theoretisch 24 Energie zur Verfügung. Die habe ich zur Verfügung, weil unter Power, unter Generatoren habe ich, ich glaube, hier hinten habe ich einen hingestellt, eine kleine Generator. Der bringt mir 3. Ich habe hier einen mittleren Generator. Der bringt mir nochmal 5. Dort hinten steht ein großer mit 10 und nochmal ein kleiner mit 3. Und jetzt könnt ihr euch das Ganze zusammenrechnen und kommt ungefähr auf die 24. Wieso stehen mir diese 24 nur theoretisch in der gesamten Siedlung zur Verfügung? Wir benötigen für diverse Gegenstände Kabel und Verteiler. Und ihr seht schon, wie hier so die Kabel von einem zum anderen und so weiter laufen. Ihr müsst dabei ein bisschen aufpassen, den Fehler mache ich immer wieder. Ich habe hier zum Beispiel eine Sirene hingestellt. Das sieht so aus, wie so ein bisschen so wie ein Verteiler aus. Hat aus meiner Erfahrung aber nicht zwingend diesen Effekt auch als Verteiler zu dienen. Ich weiß nicht wieso, aber zumindest die Sirene funktioniert da nicht perfekt. Normalerweise sollten aber die einzelnen Sachen den Strom weitergeben. Das erste Mal, wo ihr Strom brauchen werdet, ist, wo habe ich das Ding zu stehen? Ich glaube noch an seiner alten Stelle. Hier übrigens so diese kleinen Trittbretter, weil hier komme ich so nicht hoch. Aber so komme ich nach oben. Ach, die Leute werden alle wieder wach und sind am Arbeiten. Ja, ich habe das Rekrutierungssignal noch an der alten Stelle zu stehen. Das wird der erste Grund sein, warum ihr Energie braucht. Denn eure ersten 5 Siedler werdet ihr innerhalb der normalen Hauptstory erhalten. Innerhalb der vermutlich ersten halben ganzen Stunden, je nachdem wie ihr spielt. Wenn ich so an Salia denke, der Punkt, wo sie aktuell ist, das ist deutlich mehr als 2 Stunden. Man kann auch länger dafür brauchen. Also so ist es nicht. Eure ersten 5 Siedler kommen aber für euch kostenlos ohne weiteres. Damit man so einen gewissen Start hat. Das ist dann auch der Startpunkt, wo ihr ein paar Nebenquests bekommen könnt, wo euch gesagt wird, wir brauchen ein paar Betten, wir brauchen Wasser, wir brauchen Nahrung. Und irgendwann kommt ein weiteres Quest, wo dann auch Teil ist, baue bitte so einen Rekrutierungsturm auf. Den habe ich schon aufgebaut, bevor ich das erste Mal dieses Quest hatte. Und ich habe mich erstmal gewundert, wie soll das bitte schön gehen? Das hat eine ganze Weile gedauert. Ich habe natürlich zuerst erstmal einen kleinen Generator hingesetzt. Ihr könntet rein theoretisch am Anfang auch schon einen etwas größeren Generator bauen. Ihr werdet aller Voraussicht nach in Sanctuary mehr als genug Material haben, nachdem ihr so ein paar dieser Ruinenhäuser abgerissen habt und ein bisschen aufgeräumt habt und ein bisschen Müll in die Werkstatt gegeben habt oder sie noch im Inventar habt. Auch dafür werdet ihr vermutlich genug, genug Materialien haben. Eventuell, auch das habe ich schon in einigen Videos gesehen, habt ihr für den großen Generator genug Energie. Aber ihr werdet aller Voraussicht nach nicht den Perk dafür haben. Und für die Windmühle werdet ihr vermutlich nicht genug Material haben. Davon abgesehen, dass sie auch nicht allzu viel Strom generiert. Sie generiert so viel Strom wie der kleine Generator, ist aber wesentlich größer. Ihr Vorteil ist, sie macht keinen Lärm. Oder wesentlich weniger zumindest. Ich habe das Ding selber noch nicht aufgebaut, weil das Ding finde ich etwas gigantisch. Vielleicht werde ich das mal irgendwann benutzen. Bisher ist es noch für mich sehr unattraktiv, das Ding zu bauen. Also ihr werdet aller Voraussicht nach, wie gesagt, zuerst den
Leinen bauen. Ich mach das mal. So, und jetzt habe ich da gestanden. Ich wusste, dieses Teil gibt es irgendwo, weil irgendwie muss man Siedler ranbekommen. Den habe ich auch ganz schnell gefunden, weil der versteckt sich unter den Michelangelos, also unter den weiteren. Und auch den hinsetzen war kein Problem. Und was jetzt? Ich habe etwas ganz Wichtiges übersehen. Bei Geräten, die einen direkten Stromanschluss benötigen, habt ihr mit der Leertaste unten eingeblendet Attach Wire. So. Das macht ihr, dann habt ihr das Ganze so am Mauszeiger dran. Das blitzelt so ein bisschen und alle Geräte oder alle möglichen Anschlüsse, die in Reichweite sind, werden mit so einer blauen Umrandung hervorgehoben. So. Dabei wird aber nicht beachtet, ihr seht, das Ganze wird rot, während das hier nicht rot wird. Während bei dieser Hervorhebung halt nicht beachtet wird, dass das Ganze eventuell durch irgendetwas durch muss. Also wenn ihr da ein Objekt im Weg habt, dann könnt ihr das nicht hinsetzen. Dann könnt ihr das Ganze nicht verbinden. Ich verbinde das Ganze jetzt hier mal und kann jetzt im Nachhinein, das ist auch so ein Tipp, den man durchaus befolgen kann und vielleicht auch sollte bei diesen Energieangelegenheiten, kann jetzt sagen, okay, ich nehme diesen Generator auf und gehe los. Ich kann ihn so weit entfernt aufbauen, länger wird das Kabel nicht. Das heißt, die Kabel haben eine maximale Reichweite. Ihr seid jetzt nicht darauf angewiesen, dass dieses Kabel ewig hier hängt. Ihr könnt, wenn ihr darauf zielt, zum einen sagen, ihr lagert das Ganze ein, es kann also nicht vernichtet werden. Oder ihr sagt hier über E auswählen Select, ihr packt das Kabel woanders ran. Ihr müsst da gucken, an welchem Ende ihr seid. Abhängig davon wird das Kabel dann nämlich auch durch die Gegend transportiert. Ich werde diesen Generator mal wieder einpacken und gleichzeitig ist das Kabel auch mit eingepackt. Wie könnt ihr diese ganze Energie transportieren? Ihr seht das ja schon in meiner Siedlung. Ich habe hier einmal diese großen Pylonen. Ich habe aber auch verteilt einige kleinere. Die haben zwei Effekte. Erstmal findet ihr die hier drinnen. Zum einen sind sie halt dafür da, dass ihr die Kabel von A nach B bringt. Und zum anderen sind sie dafür da, dass elektrische Objekte, die es gibt, dazu zählen Lampen verschiedener Art, aber auch Fernseher und wohl weitere Objekte, die man sich eventuell noch freischalten muss, mit Energie versorgt werden. Radios haben eine eigene atomare Energiequelle, die brauchen keinen so einen Anschluss. Fernseher benötigen aber einen, damit man sie anschalten kann. Und auch Lampen. Das Interessante dabei ist, wenn ihr so eine Lampe habt, ich muss jetzt mal ein bisschen suchen, wo eine sinnvoll ist. Da hinten sind sinnvoll verteilt, beziehungsweise diese hier. Wenn ihr die Lampe das erste Mal anbringt, so, nehmen wir mal die einfache hier, ist das Ganze unspektakulär. Sobald ihr sie anbringt, fängt sie an zu leuchten, wenn Energie im Umkreis ist. Wenn ihr die jetzt aufnehmt, eine platzierte Lampe, und damit irgendwo hingeht, ich werde jetzt für die vermutlich das Ganze nicht so einfach finden, einen passenden Fleck, weil ich mir relativ gut energieversorgt bin an der Ecke. Ah, hier. Oh, jetzt gehen wir mal so langsam. Ich glaube, hier war irgendwo so ein Sweet Spot. Wenn wir hier ein bisschen weitergehen, irgendwann müsste sie rein theoretisch... Na, okay, mag er nicht. Wieso nicht? Liebe diese Vorführeffekte. Gehen wir halt wieder zurück zum anderen Gebäude. Oh, ich hasse es. Hallo? Ey, du hast hier genug Energie. Okay. Bringen wir dich nochmal an. Also normalerweise reicht es ein genialer Vorführeffekt. Das ist...
Ich habe eine Idee. Komm du mal mit. Weil das Neuanbringen hat ja was gebracht gehabt. So. Jetzt leuchtet es an. Ich wollte doch meinen, ich habe doch hier so einen kleinen Power Conduit. Wenn ich den jetzt nehme und so ein bisschen wegbringe, irgendwann sollte er. Aha. Irgendwann hat er keine Energie mehr und ab hier hinten ist das Ding dann auch aus. Normalerweise sollte, wenn ich ihn jetzt aber hier zurückbringe, er mir ab irgendeinem bestimmten Punkt auch sagen, okay, es ist genug Energie da, er geht wieder an. Ich weiß nicht, was mit der Lampe gerade los ist. Finde ich jetzt ein bisschen unfair, mir das Ganze wie hier so zu versauen. Also die Lampen zeigen normalerweise an, wenn sie in einem Bereich sind, in dem genug Licht ist, in dem genug Strom ist, in dem sie angehen und einem zeigen, okay, hier funktioniert das Ganze. Ihr müsst, wie ihr hier seht, nicht zwingend diese großen überall bauen, sondern ihr könnt an diversen Objekten solche kleinen Sachen anhängen. Die gibt es in den drei wichtigen Ausrichtungen, einmal nach oben, seitlich und nach unten. Kann man auch drehen. Sie drehen aber halt bloß um die eine Achse jeweils und können dann halt dafür verwendet werden, von A nach B das Ganze zu verteilen. Den hier kann ich zum Beispiel vermutlich demnächst auch mal austauschen. Der wurde hingestellt, als ich hier oben noch nicht diese Erweiterung hatte. So, es gibt aber, wenn ich das Menü wieder zugemacht, diese Pylone, also die großen und auch diese kleinen, direkt mit einem Schalter. Falls ihr irgendetwas aus irgendeinem Grund generell ein- und ausschalten wollt, wie zum Beispiel die Beleuchtung hier, indem ich sage, aus. Und wieder an. Und das Ganze ist sogar so gut verkabelt, dass da drinnen der Ventilator, falls ihr mal drauf achtet und das sehen könnt, falls ihr das Video groß genug habt, ist ein Ventilator mit Beleuchtung, der geht aus. Also zumindest das Licht. Ich weiß nicht, wie der genug Strom hat, dass der trotz allem noch weiter ventiliert, aber gut. Energiebetriebene Geräte ist auch ein ganz guter Stichpunkt. Die Fernseher. Die Fernseher, das musste ich lernen, sind ein wenig verbuggt. Ich befinde mich momentan in Sanctuary und wenn ich unter Data nachgucke, unter Workshops, scheiße, wurde jetzt ein bisschen Quest gespoilert, tut mir ganz leid, könnt ihr einsehen, welche eure Kolonien, welche eure Siedlungen haben irgendein Problem. Und wenn ihr Fernseher anlasst und weggeht, es muss ein Bug sein, anders kann sich das nicht erklären, dann wird zum Beispiel in Sanctuary Hills gesagt, du hast hier beispielsweise nicht genug Betten. Dann habe ich mit einem Mal bloß noch 10 Betten, bloß weil der Fernseher an ist. Wenn ich dann wieder zurückkomme, mir das Menü angucke und in den Baumodus gehe, habe ich meine 25 Betten. Also die Betten verschwinden nicht auf magische Art und Weise. Das Wasser ist nicht auf magische Art und Weise weg. Meine Bauern sind nicht auf magische Art und Weise weg. Es ist alles in Ordnung. Aber wenn so ein Fernseher läuft, dann macht er aus irgendeinem Grund die Statistik kaputt. Oder die Daten. Fand ich gut, dass das irgendjemand rausgefunden hat und seitdem versuche ich zu gucken, dass die Fernseher alle aus sind, wenn ich weggehe. Ich weiß nicht, ob die Siedler die zum Teil von alleine wieder anmachen, muss ich mal kontrollieren. Wir haben hier übrigens auch so ein schönes Brahmin. Und es gibt diese Tröge. Ja, ich weiß, das sind eigentlich Badewannen, aber sie dienen hier als Trog. Es gibt anscheinend in jeder Siedlung aus irgendeinem Grund ein Brahmin, was ankommt und dann durch die ganze Siedlung wandert. Wenn man das nicht will, kann man solche Futtertröge aufstellen und die bleiben dann an den Futtertrögen. Ich dachte, es könnten vielleicht auch mehr werden. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe dann aus irgendeinem Grund hier in Sanctuary okay gesagt, okay, komm, wenn ein Brahmin da ist, dann kann ich mal ein paar mehr aufstellen. Vielleicht habe ich dann eine kleine Herde. Hat bisher nicht geklappt, wie ihr sehen könnt. Ansonsten scheint das bisher keine weitere Wirkung zu haben. Ich habe extra, bevor ich mich um das Video gekümmert habe, bevor ich also in die Aufnahme gegangen bin, extra nachgeguckt, ob das Ganze, ob bekannt ist, ob das eine weitere Wirkung hat. Also Stand jetzt, falls sich nicht innerhalb der letzten Stunden irgendwas geändert hat, keine weitere Information, ob das einen Effekt hat.
Okay, wir haben die generelle Stromversorgung durch. Es gibt aber spezielle Gebäude, die Strom benötigen. Und da kommen wir gleich zur Verteidigung. Die Verteidigung ist in drei verschiedene Varianten aufgegliedert. Die erste sind diese Verteidigungsposten. Wenn ihr mit dem Siedlungsbau beginnt, kommen oben links diverse Tipps und Tricks und Hinweise zur Bedienung, die meistens aber viel zu schnell durchrattern. Auch der Hinweis, dass ein Siedler, der einem so einem Wachposten zugeteilt ist, bis zu 6 Wachposten gleichzeitig übernimmt. Und ein Wachposten bringt, egal welchen von beiden ihr baut, der eine ist halt höher, da habt ihr eine bessere Aussicht, der andere ist halt so niedriger. Egal welche Wachposten das sind, 6 Wachposten bringen dann 12 Verteidigung, rein wertemäßig. Dass die Person bloß an einem Wachposten gleichzeitig sein kann, sei jetzt mal dahingestellt. Er läuft aber dann hin und wieder mal von einem Posten zum anderen. Inwieweit das Ganze sinnvoll ist, sei jetzt dahingestellt. Diese Wachposten funktionieren aber bloß, wenn ihnen ein Siedler von euch zugewiesen wird. Wenn kein Siedler zugewiesen ist, dann ist die Wache hin. Da war doch eben noch eine. Ach, jetzt rennt sie da hinten rum. Wenn ich das Ganze anwähle, ist das Mannequin oben bei Requires, also benötigt auf Deutsch, rot, wenn keiner zugewiesen ist. Wenn einer zugewiesen ist, ist das Ganze ausgefüllt. Wie kann man jemanden zuweisen? Das gilt für andere Varianten auch. Das wird auch nirgendwo erklärt. Ihr geht in den Baumodus, deutet auf einen entsprechenden Siedler und drückt E. Und dann geht ihr zu der entsprechenden Station, um die es sich handelt. Bei den Wachposten, wie gesagt, kümmert sich einer um bis zu 6 Stück. So, jetzt hat das Ganze hier eingenommen, ist also gerade aktiv hier dran, und darum ist mir das Ganze ausgeblendet. Und sagt dann anschließend an der Station, wo ihr den zuweisen wollt, nochmal E. Und in dem Fall bleibt sie sogar dort. Weil die halt irgendwie zusammengehören in dem Fall. So, ist dann also dem Ganzen zugewiesen. Bei der Nahrung gilt übrigens das Gleiche. Ein Bewohner kümmert sich um bis zu 6 Nahrungsquellen. Wie sich das Ganze ausgeht, dazu komme ich dann nachher. Es gibt aber auch noch... machen wir erstmal die Fallen. Fallen. Fallen benötigen alle Energie. Es gibt einmal hier so einen Elektroschocker. Es gibt hier einen Radiation Emitter, der also dann radioaktiven Schaden verursacht. Und es gibt den Flammenwerfer. Sie produzieren etwas unterschiedlich viel Verteidigung, wenn sie angeschlossen sind. Und sie haben 2 große Nachteile. Der erste Nachteil ist, eine Falle kann bloß einmal angewendet werden und wenn sie ausgelöst wurde, muss sie anschließend repariert werden. Das heißt, wenn ihr auf Fallen setzt, habt ihr anschließend, falls es wirklich zu einem Überfall kommen sollte und alle Fallen ausgelöst wurden, dürft jede einzelne Falle reparieren. Das zweite ist halt, sie müssen in einer sinnvollen Reihenfolge angeschlossen werden. Das heißt, entweder löst ihr sie manuell aus, indem ihr halt zum Beispiel einen Schalter benutzt, wo ihr manuell hinrennt und ihn betätigt. Dafür müsst ihr aber halt auch vor Ort sein, falls der Überfall kommt. Oder unter den Turrets gibt es... wir müssen weiter nach rechts gehen. Oh, das war doch unter den... Wo ich mich jetzt weiß nicht, unter den Turrets... Ah, nein, das war unter den Switches. Also unter den Schaltern. Es gibt einmal diese Pressure Plates, also, na klar, Druckplatten, aber auch hier 2 verschiedene Weiten von Stolperfallen. In dem Fall ist das Ganze laserbetrieben, darum brauchen die Energie.
Und ihr könnt dort dann halt... Ich baue das jetzt mal auf. Ich denke, ich nehme mal viel Druckplatte. Das dürfte so am günstigsten sein. Wo mache ich das sinnvoll, damit ich keinen meiner Siedler oder mich in Gefahr bringe? Ich denke mal hier hinten. So, ich baue hier eine schöne Druckplatte auf. Und baue entsprechend eine Falle auf, die nach Möglichkeit mich nicht erwischen kann. Das heißt, ein Flamethrower. Weil die beiden haben natürlich einen gewissen Bereich, in dem sie Schaden machen. Um sich herum, während hier wichtig ist, in welche Richtung das Ganze deutet, damit wir uns selbst nicht verletzen, sagen wir mal in die Richtung. So, was muss ich jetzt machen? Wenn ich das Teil jetzt direkt an Strom anschließe, geht das Ding direkt los. Ich repariere es, es geht direkt wieder los. Damit das Ganze nicht passiert, sage ich, das geht dorthin. Und von hier aus machen wir den Stromanschluss. Und ihr seht, das Ganze geht nicht los. Jetzt rein von der Theorie. Wenn ich das Ganze auslöse, also müsste es auch funktionieren, wenn ich jetzt E drücke, wenn ich rauftrete, geht das Ding los. Sieht durchaus schön aus, macht sicherlich auch gut Schaden. Und wenn man damit eine gute Verteidigung aufbaut, kann ich mir vorstellen, dass das richtig genial ist. Ich persönlich bin halt kein Fan davon, das Ganze ständig zu reparieren. So, wenn wir jetzt wieder in den Baumodus reingehen, dann seht ihr schon, unten links steht Repair. Ich sage aber, komm, das Ding baue ich jetzt ab. Will ich nicht haben. Also da müsst ihr so ein bisschen vorsichtig sein. Sinnvoller ist es, Türme zu bauen. Dafür seht ihr hier so ein paar bei mir verteilt. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Türmen. Einmal diese Maschinengewehrtürme. Die sind einfach, also ihr merkt es ja schon, die sind so ein bisschen laut. Die sind nicht energiebetrieben. Es gibt zwei verschiedene Arten. Einmal die Variante, also der leichte Maschinengewehrturm. Der hat halt nicht so viel Verteidigung. Der ist sicherlich nicht so gut gepanzert. Der macht nicht so viel Schaden. Der benötigt aber auch keinen speziellen Perk. Beide Türme, wie gesagt, funktionieren ohne Energie. Es gibt aber auch speziell die Türme, die Energie benötigen. Ich habe hier aufgebaut zum Beispiel Shotgun-Turrets. Die sind sicherlich auf kurze Distanz entsprechend effektiv. Sie brauchen Energie, sie brauchen Gunnut auf 2, also den Waffennah oder wie das heißt. Es gibt auch den Laser-Turret, der braucht halt auch den entsprechenden Science-Perk. Es gibt auch Spotlights, auch die produzieren Verteidigung, benötigen aber Energie. Davon habe ich hier oben zwei aufgestellt und normalerweise sollten die auch leuchten. Momentan ist es eh zu hell dafür. Es gibt auch Heavy Laser Turret und den Missile Turret, die habe ich beide bisher, wie ihr seht, noch nicht aufgebaut. Den einen kann ich nicht und den anderen habe ich bisher noch nicht, weil von der Verteidigung, von der Positionierung habe ich noch keinen Sinn gesehen. Wie gesagt, die benötigen definitiv einen Stromanschluss. Hier ist sogar ein Laser-Turret aufgebaut. Okay. Was ihr auch machen könnt, ist ein Terminal aufbauen, indem ihr so ein paar Sachen programmiert. Bisher habe ich dafür noch nicht den großartigen Sinn gesehen. Es soll aber wohl noch ein weiteres Terminal eventuell geben, das besser ist, wo man vielleicht auch mehr Sachen machen kann. Aber so rein viel Verteidigung habe ich, wie gesagt, bisher keinen großartigen Sinn gesehen. Das Terminal greift übrigens bloß auf das zu, an was es durch egal wie viele Stationen mit einem Kabel verbunden ist. Müsst ihr also eventuell jede Menge Kabel verlegen. Gut, damit haben wir Energie abgefrühstückt, wir haben Verteidigung abgefrühstückt. Kümmern wir uns mal ums Wasser. Ganz zu Beginn werdet ihr aller Voraussicht nach Folgendes bauen. Unter Ressourcen gibt es Wasser. Und ihr werdet aller Voraussicht nach die einfachen Wasserpumpen bauen.
Es wird sogar Siedlungen geben, wo ihr bloß Wasserpumpen bauen könnt. Zum einen benötigen die Water Purifier, also die Wasseraufbereitungsanlagen, Energie. Zum anderen benötigt ihr, wie ihr schon oben seht, das gilt übrigens für beide, groß und klein, müssen die im Wasser platziert sein. Und nicht jede Kolonie hat Wasser in ihrer Nähe, dicht genug im grünen Umkreis. Und dann müsst ihr eventuell wirklich auf mehrere Wasserpumpen zurückgreifen. Das Minimum sind halt Wasserpumpen, die für drei Siedler genug Wasser bringen. Die höhere, der Wasserreiniger bringt immerhin schon für 10 Siedler Wasser. Und der große ist eigentlich erschlagend bisher für alle. Also ich weiß gar nicht, ob Siedlungen so groß werden können mit 40. Sanctuary ist aktuell meine größte Siedlung mit 17. Ich weiß noch nicht genau, wie man das Maximum erhöht. Nur Betten aufstellen hilft nicht. Gut, damit haben wir das Wasser auch schon durch. Wasser muss übrigens keiner zugewiesen werden. Die Sachen funktionieren automatisch. Da kümmern die Leute sich drum, wann sie lustig sind. Interessanter wird es mit dem Essen. Wenn ihr startet, werdet ihr halt auch eine Quest bekommen. Wie gesagt, eine Quest ist Betten bauen, damit man lernt, ja gut, Siedler brauchen Betten, um zu schlafen, um zufrieden zu sein. Siedler brauchen Wasser, um nicht zu verdursten und um zufrieden zu sein. Siedler brauchen aber auch Nahrung, um satt zu sein und zufrieden zu sein. Außerdem gibt es neben dieser Funktion, dass die Siedler zufrieden sind, auch die Funktion, dass ihr das Ganze ernten könnt, beziehungsweise die Siedler für euch ernten. Alle Früchte, die ich bisher anbauen kann, bis auf eine, sind genug Nahrung für 0,5 Siedler. Das heißt, ihr braucht mindestens 2 Nahrung, egal welcher Art, bis auf eine ganz bestimmte, um einen Siedlersatz zu machen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass genauso wie bei der Verteidigung Siedler mehrere Nahrungseinheiten bewirtschaften, und zwar bis zu 6 Stück. Dabei geht es so, wenn ein Siedler zugewiesen wird oder sich selbst zuweist, das ist übrigens nur bei Nahrung so, dass sich Siedler hin und wieder anscheinend selber zuweisen, wenn zu wenig Nahrung produziert wird und es noch freie Nahrungsmöglichkeiten gibt, Anbaumöglichkeiten. Zumindest habe ich das hin und wieder beobachtet, dass mit einmal irgendeiner was übernommen hat, ohne dass ich jemanden zugewiesen habe. Das heißt, dass im Normalfall ein Siedler 3 Stück versorgen kann. Das heißt, sich selbst und 2 weitere. Die meisten Nahrungsmittel oder alle Nahrungsmittel sind bis auf Melone und den, ich glaube, Gerd ist der Flaschenkürbis, sind auch irgendwie in Rezepten zur Verarbeitung da. Also für Gerd und Melone habe ich bisher noch keine Rezepte gesehen oder ich habe sie übersehen. Sind alles Nahrungsmittel, die halt 0,5 bringen. Bei Korn, genauso wie bei Tato, gibt es, und bei Razor Grain gibt es 2 verschiedene Modelle jeweils. Ich glaube, bloß beim Razor Grain ist es so, dass hier das eine Modell wirklich mehr Platz einnimmt. Das ist halt, ohne dass es irgendwas anderes macht, es nimmt mehr Platz ein. Womit kann man diese Felder anlegen? Ihr seht es oben mit Bald Riff, also die Ressourcen sind die eigentlich Nahrungsmittel selber. Ihr benötigt, um irgendetwas anzupflanzen, mindestens eine der Varianten. Ich habe aus anderen Kommentaren heraus, ich glaube, das war im Endeffekt aus der gleichen Kommentarreihe wie bei der Reparatur der Häuser in Sanctuary mitbekommen, dass man durchaus nicht nur diese hier verwenden kann, sondern hin und wieder gibt es Sträucher in der Wildnis. Muss mal gucken, wo die jetzt waren. Ich glaube hier. Also auch hier in der Stadt gibt es entsprechende Sträucher. Nein. War das hier an diesem? Ja, an diesem Gebäude. Es gibt. Okay, ich konnte die sogar bloß einmal abernten. Vermutlich, weil ich hier in der Siedlung bin, kann ich die nicht mehrmals ernten. Das hier sind
wilde Mutterbeeren oder Mudfruit, wie sie auf Englisch heißen. Es gibt wohl die Möglichkeit irgendwie, dass man diese verwenden kann, um eben Sachen anzupflanzen. Und gerade bei der Mudfruit ärgert es mich sehr, dass ich die wilden Sachen nicht anbauen kann. Ich habe auch sogenannte Carrot Flowers, also Karottenblumen gefunden, ähnliches. Bei der Mudfruit ärgert es mich besonders, weil das die bisher für mich einzig bekannte Frucht ist, bei der eine solche Pflanze wirklich einen Siedler annähert. Warum ich hier natürlich mehrere habe, ist der ganz einfache Grund, den ich schon erwähnt habe. Dass diese Pflanzen, wenn sie abgeerntet werden, auch für Kochrezepte und andere Sachen da sind. Und gerade die Mudfruit ist für ein ganz wichtiges Rezept auch mit da, wo drei Mudfruits für verwendet werden. Also ist das Ding sehr, sehr wichtig. Aber ich habe auch Rezepte, wo zum Beispiel viele Karotten mit verwendet werden, was mir auch ganz wichtig ist. Das ist, glaube ich, das Ding für den Klebstoff sogar. Für die Suppen und ähnliches werden verschiedene Zutaten mit verwendet. Das heißt, dass ich durchaus eine Multikultur anpflanze. Wichtig dabei ist, ihr müsst jetzt nicht zu jeder eurer Siedlung hinrennen und die Dinger per Hand abernten. Ihr könnt das machen. Das ist, glaube ich, noch ein zusätzlicher Bonus. Dann habt ihr ein bisschen mehr Materialien. Aber ganz generell, die Siedler, welche mit der Ernte beschäftigt sind, also mit der Nahrungsbeschaffung, die machen das Ganze im Endeffekt so, dass sie dann jeden Tag einen Teil ihrer Ernte, da gehe ich jetzt mal hier ran, Transfer, in die Hilfsmittel, also in die Heilmittel reinpacken. Also ich habe bestimmt nicht 25 Gourd abgeerntet, weil mich das Ding nicht kümmert, davon eher, weil ich davon bisher, wie gesagt, kein Rezept gefunden habe. Es wird aber hin und wieder ein bisschen mehr. Das heißt, die sammeln das Ganze und packen es rein, nicht in großen Mengen. Da dürft ihr nicht drauf hoffen. Wenn ihr wirklich große Mengen habt, müsst ihr große Felder anlegen und die selber abernten im großen Stil. Ist eine Variante. Wenn ihr das Spiel startet und euer erstes Feld anlegt, hier in Sanctuary, guckt nach, versucht darauf zu achten, dass ihr das, was bereits angepflanzt ist, weil es gibt bereits ein paar Pflanzen in Sanctuary, dort, wo ich jetzt auch meine anderen Pflanzen angepflanzt habe, da wo ich eben war, dass ihr die eventuell aberntet. Ich glaube, das sind hauptsächlich Melonen und schon mal einen Start habt. Und eventuell in den Inventaren der Siedler, die ihr mitgebracht habt oder die mit euch mitgekommen sind, sind vielleicht auch noch Pflanzen drin. Dass also vielleicht ein Gourd drin ist, eine Melone oder ähnliches. Vielleicht findet ihr auch zum Beispiel in einem Briefkasten oder in einem anderen Container oder in einem Raider auch schon irgendetwas. Dass ihr das mitnehmt, nicht esst, weil es bringt euch Radiation, sondern zum Anbauen benutzt. Was ich schon angesprochen habe, es gibt so diese wilden Sachen, wie hier die Carrot Flower, also die Karottenblume, die ich einlager momentan, wenn ich sie finde, mit der ich noch nichts anfangen kann. Genauso wie, wenn ich ganz nach unten gehe, wo sind die? Da habe ich die versehentlich verkauft, weil ich mit denen nichts anfangen konnte. Wie gesagt, die Wild Mudfruit gibt es auch noch. Und hier die Tato Flower. Im Gegensatz zu Tato. Die sind beide von einer Heilung her gleichwertig, aber mit den Blumen kann ich nichts herstellen. Also da so ein bisschen darauf achten, dass ihr das Ganze entsprechend von den Siedlern bekommt. Ups, falscher Knopf. Wenn wir schon dabei sind. Ich habe mich auch gefragt, wozu gibt es dieses Teil hier? Ich hatte eine Vermutung die ganze Zeit und ich habe inzwischen über einen Foren oder über einen Reddit-Eintrag das Ganze auch rausgefunden. Das ist hier unter Weiteres. Unter Weiteres. Das ist die Scavenging Station. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Die benötigt einen zugewiesenen Siedler. Es weist sich kein Siedler von alleine zu. Jetzt gibt es im Spiel bei den Siedlern zwei Funktionen. Ein Siedler, der keiner zugewiesenen Tätigkeit nachgeht, sammelt ganz offenbar Baumaterialien. In kleiner Menge.
Wenn ein Siedler dieser Scavenging Station zugewiesen ist, konzentriert er sich zum einen bloß auf diese Sache und übernimmt keine anderen Aufgaben, selbst wenn Nahrungsanbaumöglichkeiten frei wären, sondern er macht bloß das und er sammelt auch mehr Material. Das kann seltenes Material sein, wie zum Beispiel nukleares Material, was man jetzt nicht an jeder Ecke findet, oder ganz normales Material wie Holz. Es sind relativ kleine Mengen, aber es sind Mengen, die halt zusammenkommen. Und wenn ihr, ihr habt es ja schon so ein bisschen gesehen, unter Workshops, wenn ihr hier so mehrere habt, dann kommt das natürlich auch durchaus zusammen. Wenn ich jetzt hier in jedem bloß einen einzigen davon habe, das sammelt sich. Hinzu kommt, dass sich, wenn ihr alles richtig macht, die einzelnen Workshops untereinander auch austauschen. Und dazu kommen wir jetzt, das ist, denke ich, so der letzte große Punkt. Denn wenn ihr euch wirklich jetzt mit Siedlungsbau beschäftigt, dann wollt ihr aller Voraussicht nach auch Händler in euren Städten haben. Etwas, was so ein bisschen ja ungünstig ausgedrückt wurde in der Vergangenheit, das war, dass solche Handelsstationen, die ihr bauen könnt, Händler anlocken. Das ist so nicht richtig. Ihr müsst, wenn ihr Handelsstationen baut, von denen es, ich glaube, 8 verschiedene gibt, oder waren es 6, dann müsst ihr einen Siedler fest zuweisen. Das heißt, von eurer Gesamtzahl an Siedlern, die für Verteidigung, da hinten fürs Farming und für den Handel zuständig sind und für die Verbindung unter den Siedlungen selbst, ja, wird es dann doch ein bisschen dünn, wenn ihr mehrere haben wollt. Gut, was braucht ihr dafür? Abhängig von der Handelsstation braucht ihr generell erst einmal einen ganz bestimmten Perk. Und zwar benötigt ihr den Perk unter Charisma, den lokalen Anführer, und der benötigt ein Charisma von 6. Und zwar braucht ihr diesen lokalen Anführer definitiv auf 2. Auf Stufe 1 wird etwas anderes freigeschaltet, und zwar, dass man diese Versorgungslinien zwischen den Siedlungen freischaltet. Diese funktionieren so, dass ihr, wenn ich mal auf die Map gehe und Supply Lines einblende, dass ihr euch einen einzelnen Siedler raussucht und sagt, du machst jetzt eine Versorgungslinie von Punkt A nach Punkt B. Punkt A ist die Siedlung, in welcher der Siedler aktuell ist oder wohnt. Ich weiß nicht genau, wie das Ganze gemacht wird. Ich suche mir eh immer einen der Siedler raus, die eh gerade bei mir in der Gegend rumrennen. Also in der Stadt sind und nicht entsprechend gekennzeichnet sind. Denn wir haben... aktuell ist kein solcher in der Nähe. Ja. Hier seht ihr ja, dieser Siedler ist als Siedler gekennzeichnet. Falls da mal irgendwann einer hier vorbeikommt, ich glaube, da hinten sehe ich einen Pack-Brahmin. Ja, da ist ein Pack-Brahmin. Und wenn wir da mal... schade, den gibt er mir nicht. Dann gehen wir halt so hin. Den Weg wollte ich mir jetzt eigentlich sparen. Wenn wir zu dem hingehen und den uns angucken, heißt der Versorger bzw. Provisioner. Das heißt, der ist einer von meinen Siedlern, ich weiß jetzt nicht, zu welcher Siedlung er gehört, der von A nach B geht und dafür sorgt, dass das, was ich in dem einen Workshop habe, im anderen Workshop verfügbar ist. Ist eine sehr schöne Funktion. Das schaltet halt lokaler Anführer 1 an, frei. Und lokaler Anführer 2 bringt unter anderem diese Workshops. Aber auch, so muss man rausgehen, aber auch die ganzen Crafting-Stationen. Denn wenn ich jetzt hier mal durchgehe, guckt da einfach mal rechts. Lokaler Anführer 2, 2, 2, 2, 2, 2, und außerdem noch den Rüstungsbauer. 2, 2.
Ohne könnt ihr keine eigenen Crafting-Stations bauen. Und wenn mich recht entsinne, ist zum Beispiel in Sanctuary nicht jede Crafting-Station verfügbar. Es gibt Crafting-Stationen wie diese hier, die sich, glaube ich, also ich habe bisher keinen Unterschied festgestellt, außer in ihren Kosten, in ihrer Funktionsweise nicht unterscheiden. Wenn ihr mal guckt, es wird unter etwas unterschiedlich verteiltes Material benötigt. Für diese hier brauche ich zum Beispiel mehr Gummi, während ich für die halt etwas mehr Aluminium benötige. Und ich muss mal kurz was trinken. Ich bin kurz vor Ende der ganzen Sache, also kann ich jetzt auch noch durchhalten. So. Bei den Stores sieht das Ganze etwas anders aus. Es gibt einmal den allgemeinen Händler, der ist so schön grün hier. Der General Store. Den Rüstungshändler habe ich hier, glaube ich, nicht. Nein. Es gibt den Waffen- und Munitionshändler. Wir haben Food and Drink, also Essen und Trinken. Wir haben die Klinik, die habe ich, glaube ich, auch nicht in der Stadt. Und wir haben den Kleidungshändler. Bestimmte Stationen haben eine Auswirkung auf die Zufriedenheit. Und das sind einmal Closing. Das sieht man jetzt, wenn man oben unter der Leiste guckt. Wir haben das bei der Klinik. Wir müssten das bei Essen und Trinken haben. Bei Waffen haben wir das Ganze nicht. Und hier muss ich einen Schnitt machen, weil ich gerade einen Anruf bekomme, der wichtig ist. Einen Moment bitte. Nun, da bin ich wieder. Es wird jetzt ein interessanter Spaß für mich im Anschluss, den kleinen Abschnitt rauszusuchen und rauszuschneiden. Aber mal, wenn meine Eltern anrufen, dann kann ich natürlich nicht Nein sagen. Familie geht einfach vor. Gut, machen wir weiter. Also Rüstungshändler bringt keine Zufriedenheit, genauso wie der Waffenhändler. Aber der allgemeine Händler bringt Zufriedenheit. Alle Händler bringen, abhängig davon, wie es auch oben steht, von der Bevölkerung in der Stadt Geld. Das heißt, umso mehr Bevölkerung in der Stadt ist, in der Siedlung, umso mehr Geld bringen die mit der Zeit ein. Und ich habe das jetzt nicht extensiv getestet, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wieso. Es gibt hier drei verschiedene. Und es gibt diesen ganz kleinen. Jeweils, es gibt einen größeren und einen noch größeren. Der noch größere braucht üblicherweise einen zusätzlichen Perk nochmal neben dem lokalen Anführer, aber grundsätzlich reicht in den meisten Fällen erstmal der lokale Anführer. Ich glaube, bei der Klinik, gucken wir gleich nochmal nach, ist das nochmal anders, da braucht man, glaube ich, Medizin auch schon für den kleinsten Stand. Aber je größer die sind, umso mehr Geld brauchen die erstmal im eigenen Inventar. Aber umso größer ist deren Angebot und umso größer ist auch das Geld, was sie machen. So ist zumindest meine Vermutung, sonst würde das nicht viel bringen. Das Geld landet bei euch dann im Workshop. Und da kommen durchaus ein paar Summen dann zusammen. Also ich habe letztes Mal, glaube ich, 650 Caps rausgeholt, weil ich dann häufiger mal zwischendurch in den Siedlungen war, waren die Summen etwas kleiner, aber das summiert sich halt mit der Zeit. Und dann sind selbst so diese 1500, die man investiert hat, jetzt nicht unbedingt so schlimm. Außerdem hat man direkt vor Ort immer einen Händler, an dem man irgendwas verkaufen kann. Der normale Händler, der Grüne hier, der verkauft Sachen wie zum Beispiel Schrott. Er verkauft hauptsächlich Schrott. Wo ihr dann also euch Sachen zusammensuchen könnt, die ihr eventuell für einen Bau benötigt. Wo dann halt auch wieder das Attack for Search, also für die Suche markieren, wieder mit reinkommt, wo ihr sagen könnt, okay, ich brauche ein bestimmtes Material, ich klappe jetzt mal meinen Händler ab, mal sehen, was der so da hat. Händler werden übrigens alle 2 Tage wohl mit neuem Material versorgt. Der Rüstungshändler ist natürlich klar. Cap Collector braucht man übrigens für die meisten. Der verkauft Rüstungen. Modifikation verkauft er, glaube ich, nicht. Ja, Rüstungen halt im Endeffekt. Der Waffenhändler verkauft Waffen und Munition, wie man so erwartet. Übrigens, falls ihr mal guckt, der Waffenhändler, das Weapons Emporium kostet 3000 Caps, während hier der zum Beispiel nur 1500 gekostet hat. Der Grüne. So, Food and Drink. Wie man sich vorstellen kann, verschiedene Getränke und Nahrungsmittel. Vor allem Sachen, Zutaten oder Sachen, die ihr nicht selber herstellen wollt oder könnt. So, die Klinik braucht, wie ihr sehen könnt, den Medic.
Aber auch wirklich bloß Stufe 1 und braucht dafür diesen Caps Collector nicht. Da kann man natürlich verschiedene Medikamente und so weiter und so fort herholen. Er funktioniert auch gleichzeitig als Arzt, um eure radioaktive Verseuchung zu heilen, eure Hitpoints zu heilen und so weiter und so fort. Und der Closing Store, der bringt euch verschiedene Kleidungsstücke, also Kopfbedeckungen, Brillen, Tücher, verschiedene Outfits, das ganze Programm. Den habe ich auch durchaus dabei, weil durchaus ein paar Sachen gefallen mir und die sind eventuell für mich wichtig. Vor allem, da ich mir eine Idee gekommen ist, als ich in einem Forum auf Siedlungsmanagement geantwortet habe. Es gibt aktuell keinen sinnvollen Überblick, welcher Siedler was macht. Ich kann jetzt hier im Baumodus irgendwo hingehen und zum Beispiel diesen hier highlighten. Wenn er jetzt durch die Gegend rennen würde, würde trotz allem, wenn dieser Store im Sichtfeld ist, der Store hervorgehoben werden. Dann wird mir gezeigt, er ist auf diesen Store zugewiesen. Das gleiche gilt für diejenigen, die mit dem Anbau beschäftigt sind. Aber von hier aus rennt jetzt mir meinetwegen ein Siedler durchs Bild, den ich irgendetwas zuweisen will. Ich kann gucken, okay, ist der vielleicht der Verteidigung zugewiesen? Aber ich kann von hier aus nicht sehen, ob er irgendeiner meiner vielen Pflanzen zugewiesen ist. Es gibt also keine sinnvolle Übersicht. Und da ist mir die Idee gekommen, es gibt ja zum Beispiel verschiedene Kopfbedeckungen. Ich könnte also sagen, alle meine Händler bekommen hier so einen Hut. Alle meine Verteidiger bekommen irgendeine Art Verteidigungshelm, einen möglichst guten, wie zum Beispiel einen richtigen Soldatenhelm, so einen wie ich momentan aufhabe. Und meine Farmer bekommen dann, ja, mein Gott, Piper ist hier hin und wieder durchs Bild gelaufen, so eine Newsboy-Cap aufgesetzt oder irgendwas anderes, um halt zu markieren. Die machen das. Ich habe ja sowas teilweise schon angefangen, als ich gesagt habe, die Leute, die bei mir diese Scavenging Stations bedienen, die bekommen bei mir diese Schweißerbrillen. Ist dahingehend dann also durchaus sehr sinnvoll gewesen. Oh, Hals tut weh. So, ein letzter Punkt noch. Und dann habe ich, glaube ich, wirklich alles durch. Und das Video ist, das Telefonat war jetzt nicht so lange, aber deutlich über 1,5 Stunden trotz allem. Und zwar, gehen wir nochmal zurück zu den Perks. Wenn ihr euch auf den Siedlungsbau stürzen wollt, dann habt ihr jetzt bereits gesehen, für einige Sachen benötigt ihr Vorbedingungen, die ich zum Teil auch noch nicht erfülle. Und ich weiß noch nicht einmal, ob das alle sind. Das sind jetzt bloß die ich kenne. Wenn ihr einen Charakter plant, von Anfang an, der alle Mindestanforderungen erfüllt für einen Siedlungsbaucharakter, also einen siedlungsfokussierten Charakter, benötigt ihr mindestens eine Stärke von 3 für den Armorer, für den Rüstungsbauer. Ihr benötigt mindestens eine Charisma von 6, mindestens eine Intelligenz von 6. Und das waren die Mindestanforderungen, um wirklich alles zur Verfügung zu haben. Der Rüstungsbauer schaltet euch, wie ihr gesehen habt, bestimmte Sachen frei. Ich könnte mir vorstellen, dass auch hier der Schmied, der für die Nahkampfwaffen zuständig ist, auf Dauer noch irgendwelche Sachen freischaltet. Ich habe noch keine gesehen, aber ich weiß, dass ich noch nicht alles bauen kann. Es gibt zum Beispiel, das hat man ja auch in den Trailern gesehen, zur Verteidigung nicht nur die ganz normalen Türme, sondern so eine Art Mortar, also eine ballistische Kanone, die halt einen Explosivkörper nach oben schießt und der dann irgendwo runterkommt. Ich hab leider nicht das deutsche Wort dafür parat. Auch das gibt es in Hallen. Ich weiß nicht, wo der aufgehoben ist, ob man dafür den Armor, den Blacksmith meinetwegen benötigen würde. Das würde durchaus Sinn machen aus meiner Sicht. Ihr benötigt, wie ihr gesehen habt, den lokalen Anführer. Wenn ihr das volle Potenzial ausschöpfen wollt, mindestens auf 1, eventuell auf 2, um alle
Sachen bauen zu können. Ihr benötigt für diverse Angelegenheiten Wissenschaft, genauso wie den Waffenfreak. Und eine ganz, ganz große Empfehlung, eben für mehr Baumaterial, für mehr Kleinteile, die Wiederverwerter. Das war, glaube ich, die deutsche Variante Intelligenz 5. So, habe ich irgendetwas vergessen? Ach ja, Medic auf mindestens ein. Okay, durchgucken. Eventuell könnte für euch wichtig sein, auch hier der Fortune Finder, um mehr Geld zu haben, weil einige Sachen verstehen dann doch etwas Geld. Vor allem, wenn ihr Sachen ankaufen wollt. Der bringt in Anführungszeichen nur Munition, ist also nicht so wichtig. Also falls ich jetzt nichts übersehen habe oder irgendetwas dabei ist, was für mich noch nicht wichtig war, weil ich das Rezept noch nicht kenne, sollten das die wichtigen Minimal-Perks sein für den Aufbau. Und ihr seht schon an dem, was ich so an Perks ausgewählt habe, die sind durchaus sehr darum zentriert, wann man die nehmen kann. Einige musste ich noch ein bisschen nach hinten schieben, weil zum Beispiel der lokale Anführer Stufe 2, die ist nicht mit Stufe 2 nehmbar, dafür musste man schon ein paar Level höher sein. Also keine große Hektik. Ihr müsst auf mindestens Stufe 23 oder sowas sein. Das könnt ihr nachgucken, sobald man die Perks... Level 14. Das ist gut. Gut zu wissen, wieder was gelernt. Wenn ich die Perkstufen durchschalte, dann zeigt ihr mal, welche Stufe benötigt wird. Also mindestens Stufe 14 und dann könnt ihr da das Volle rausziehen. Aber da kommt ihr dann halt auch entsprechend mal mit der Zeit hin. Gut, ich hoffe, ich habe nichts vergessen von all dem, was ich aktuell an Wissen habe. Es kann natürlich sein, dass ich irgendetwas vergessen habe, was ich zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch nicht weiß. Oder was mir so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich einfach nicht dran gedacht habe. Wir haben die generelle Bedienung des Baummodus mit ein paar Sachen, die nicht in Tipps und Tricks verraten werden. Ihr wisst auf ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst. Ihr wisst, wie die Leute zuweist. Hi, how are you? Ihr habt entsprechend gesehen, dass man da so ein paar Sachen zusammenklicken kann. Das ist manchmal, gerade bei dem Beispiel da hinten mit der Ecke, mit der Kante, durchaus wichtig ist, in welcher Reihenfolge man die Sachen baut, wie ihr den Strom verteilen könnt. Habt ihr auch gesehen. Das Problem mit dem Fernseher habe ich angesprochen. Also ich denke, ich habe alles Wichtige angesprochen. In dem Sinne, falls ihr dennoch Fragen habt zu irgendeinem Thema, muss ich das mal kurz gucken. Ich glaube, die sind aktuell nicht an. Also mit den Spotlights muss ich mir noch irgendwas überlegen. Die funktionieren noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Normalerweise müssten die an sein. Ich weiß, dass die auch funktionieren können. Ich habe das schon gesehen. Ich habe mich auch schon in den Lichtkegel reingestellt. Die funktionieren. Wie dem auch sei. Wenn noch irgendwas ist, fragt mich. Ich werde gucken, dass ich, wenn mir weitere Sachen auffallen, dass ich weitere Videos dann punktuell rausbringe mit neuen Sachen. Aber die großen Themen sollten erledigt sein. Dementsprechend bis dann, euer Schiene Tiger.